Willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder dabei seid und erstmal ein ganz, ganz dickes Sorry dafür, dass das in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig erschienen ist. Ich hatte tatsächlich nicht ganz so viel Zeit und da musste YouTube ein bisschen zurückstecken. Streams gab es auch wenig, also naja, war für alles quasi, ja, galt allgemein, aber ich glaube, jetzt soll es wieder normal laufen hier. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es noch nicht. Ob nicht doch noch irgendwas um die Ecke kommt an mehr Arbeit. Hoffen wir es mal nicht. So, Una hat inspirierte Zähmung. Bringt uns leider nichts, weil wir keine wirklich geilen Viecher... Doch, wir haben wirklich geile Viecher. Wir haben hier ein Mega-Faultier. Und hier haben wir doch auch eins. Ah, das ist... Nee, das ist sogar ein Weibchen. Nice. Okay. 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 Mega-Faultierzucht, Leute. So, pass auf. Tiere zähmen. Genau, das wollen wir. Das heißt, wir nehmen die zwei hier raus, damit Una... Obwohl, das wird sie nicht können. Scheibenkleister, das wird sie nicht können. Ah, Mann! Dammit, sie wird es nicht schaffen. Sie hat nur 7. Aber ist egal, komm. Ist egal. Dann soll sie trotzdem, dann zähmen wir die ganzen Alpakas und können die dann verkaufen oder so. Das geht auch. Komm, Bisons nehmen wir auch mit. Oh, der Cook. Ha, den habe ich ganz vergessen. Der steht da, wie bestellt und nicht abgeholt, der Cook. Und der gehört ja... Ah nee, der steht noch nicht da, wie bestellt und nicht abgeholt. Der kommt jetzt gerade an, ne? Schwupps, da ist er. Gut. Kolonist hinzufügen. Zack. Damit haben wir jetzt 3 Leute da drinnen. Dann gibt 1095 Silber. Alternativ könnten wir 161 leckere Mahlzeiten in 12 Tagen bekommen. 235 einfache Mahlzeiten. Psychite, Überlebens... Wahnsinn, oder? Was da alles gibt. Aber wenn, dann brauchen wir üppige Mahlzeiten. Aber wir nehmen jetzt einfach das Geld, würde ich sagen. Fürs Erste. Ist nicht viel. Ja, ist nicht die Welt, aber ist ganz angenehm. Nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Diese Schnitzerei erzählt von einem Muffalo, wie er sein Kind, das leicht rot leuchtet, hält. 3 Schauspieler beobachten die Szene. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Es ist schade, dass ich diesen Text hier nicht kopieren kann, sonst würde ich den jetzt eisekalt, weißt du? Den würde ich jetzt eisekalt in so eine KI reinschmeißen. Und dann würde ich das... Ach so. Wird doch gemacht, scheinbar. Okay. Sonst hätte ich das jetzt einfach wirklich in einen KI-Generator reingeschmissen und das Bild eingeblendet. Aber gut. Egal. Wir bekommen Besuch. Nichtsdestotrotz, Dankeschön für eure Kommentare übrigens. Ja, also um nochmal ganz kurz zum Thema zurückzukommen. Danke für eure Kommentare, danke für eure Likes. Vielen lieben Dank. Dass ihr trotzdem noch immer zuschaut, auch wenn es gerade im Moment manchmal 1-2 Tage dauert, bis was Neues kommt. Aber so ist es nun mal. Ja, kann ich immer gut laufen. Ich mache das ja hier nicht beruflich. Will ich auch gar nicht, glaube ich. So, was schön ist, wir haben zwar immer noch Minusgrade, es ist immer noch eisekalt, aber wir können schon mal pflanzen und ich hoffe, dass uns die Pflanzen nicht nochmal abkacken. Das wäre schön. Das hier läuft übrigens auch hervorragend gerade, ne? Also geht's gut was voran. Es wird auch fleißig geliefert. Muki ist fleißig am Bauen. Das ist geil. Das ist eine geile Baustelle. Die uns auch wirklich was bringen wird am Ende des Tages, ne? So. Ja, Una hat jetzt was gezähmt. Das ist super. Haben wir einen Alpaka mehr. Wie gesagt, zur Not können wir die auch verkaufen. Gut, die gehen schon wieder. Tschüssi. Na siehste. Merlin kriegt's nicht hin. Ha, Loser. Was? Merlin kam Bimbi so näher, während er mit sich selbst über den Zusammenhang zwischen Kindheitsängsten... Bitte, was? Nein. Nein. Also wirklich nicht.
Die verrückten Mungos meinetwegen. Aber, also, what the fuck? Eine Geschichte. Sag mal, was stimmt mit dir nicht? Was läuft mit dir verkehrt? Der Unterschied zwischen... Sag mal. Was ist mit... Merlin. Was läuft mit dir verkehrt? Wo bist du in deinem Leben falsch abgebogen? Das würde mich brennend interessieren. Nun denn. Alter Schwede. Ja, viel können wir gerade leider nicht machen, ne? Es wird gepflanzt, es wird wieder wärmer, es taut. Es wird gebaut. Und ansonsten... Ja, will ich jetzt gar nichts bauen im Moment. Wir haben hier gerade den Urangeschossturm. Das ist das nächste, was wir uns zusammenzimmern werden. Aber sonst ist gerade leider echt nicht viel los. Also es ist nicht viel da, was wir machen könnten. Wir könnten die Wandleuchte... Warum ist hier... Ach ja, die hab ich eingebaut. Genau, jetzt kann ich... Ich kann mich erinnern, warum ich die gebaut habe. Ich weiß es schon wieder. So, da kriegen die Tierchen ein bisschen Licht rein. Das ist so schön, oder? Die freuen sich dann bestimmt. So. Und wo können wir noch? Ja, hier ist so ein finsterer Fleck, ne? Im Anwesen. Machen wir weg. So. Ein Eltex-Meteorit. Da ist er. Das heilige Kreuz des Eltex. Ja, können wir abbauen. Würde ich sagen. Nehmen wir mit. Können wir ans Reich verkaufen oder ich glaube sogar spenden. Dann, gibt's wieder Ehre. Für unseren Lieblingslappen. So, da oben wird auch bald, hoffentlich bald gebaut. Wir haben super viele Bauaufträge, deswegen, ne? Dauert halt alles ewig gerade. Hey, nächstes Alpaka, nice. Nimmt aber gar nicht mit der Merlin. Na, hat er keinen Bock zu. Lümmelt er. Ja, ja. Ja, ja, so sind sie. Hier ist Sardinenpennen angesagt. Ist auch nice, ne? Ist richtig nice. Sardinenpennen. Nicht Gardinenpennen, sondern Sardinenpennen. So, vieles nicht passiert, glaube ich, in der Zwischenzeit. Leider, außer dass wir ein paar Alpakas bekommen haben. Da, 4 Stück haben wir jetzt. Eins ist schon trächtig, ist toll. 2 sind trächtig. Und Merlin hat endlich einen Bison gezähmt, das ist auch super. Und wir haben hier noch ein bisschen was. Standard ist aufgestiegen. Familienzusammenführung, glaube ich, brauchen wir nicht. Psychische Beruhigung weiblich, das klingt geil. Und Anima-Baum-Verbindung müssen wir auch wieder machen. Ja, warum nicht? Kea. So, der Littchen. So, was wir hier auch noch machen sollten, das Dach abreißen. Zack. Eventuell sollten wir nämlich mehr Heu anbauen. Weil das lief ja jetzt nicht so geil diesen Winter, ne? Obwohl, wir haben hier Heu, ne? Wir haben hier... Ja, wir haben schon 2. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bobby. Da hast du aber ein kleines Upsi gemacht, ne? Okay. Ja, kacke. Die sind jetzt alle... Kann man das abbrechen? Ja. Abbrechen. Wir müssen es abbrechen. Sorry. Müsst Bobby helfen. Ich
habe mir fast gedacht, dass das passieren wird. Lauf, Bobby, lauf! Heute gibt's mega Faultierfleisch. Zum Mittag. Nichts passiert, ne? Nee. Aber vielleicht lassen wir das mega Faultiergezähme dann doch sein. Bevor noch irgendwas Doofes passiert. So, jetzt können wir die Anima-Baum-Verbindung machen. Jetzt ist es genehm. Hey, nächstes Bison. Wir haben jetzt ein Weibchen und noch ein Weibchen, okay. Leider, schade. Das Männchen haben wir noch nicht bekommen. Das brauchen wir noch. Ich meine, eigentlich würde es sich ja anbieten, wenn wir hier... stopp mal ab, Dach abreißen. Eigentlich würde es sich ja anbieten, wenn wir hier ganz viel vom Heu anbauen würden, oder? Sprich, wenn wir hier... Achso, warte mal, das geht gar nicht. Obwohl das zurückgewonnener Boden ist schon. Hö? Hö? Ich dachte, das würde gehen. Das doch zurückgewonnener Boden. Warte mal. Nutzbares Bodengelände. Haben wir gemacht. Aber scheinbar kann man dann nichts anpflanzen drauf. Okay, ja gut, dann ist es halt so. Meine Güte. Aber dann machen wir jetzt trotzdem, pass mal auf, machen wir hier so ein schönes Heugrasfeld noch hin. Zack. Ja, hier ist zumindest alles geliefert, ne? Das ist geil. Das ist richtig geil. Und das hier wurde auch gebaut in der Zwischenzeit. Eine kaiserliche Skulptur aus Jade. Hey, die kann man durchaus mal in den Gang stellen. Oder ja, machen wir in den, ganz ehrlich, machen wir in den Thronsaal. Passt. So, dann haben wir hier noch eine, und zwar eine Tierstatue. Hätte ich gerne mit Sockel, bitte. So, das, die kommt hier rein. Das ist hier so der Art Gallery Way. Wunderbar. Tötungssprung, das klingt geil. Das hört sich sehr wild an. Der Kakaikan-Bund kommt vorbei. Die mag ich nicht. Das sind, glaube ich, diese Wilden, ne? die uns die Gegner letztens da rein geschmissen haben in die Basis. Die Schweine. Ah, es ist noch nicht alles bepflanzt, ne? Ne, hier noch nicht. Warte mal, das Viech hier müssen wir mal jagen. Die frisst uns sonst noch alles weg. Ist noch nicht alles bepflanzt, aber... Aber es geht schon ganz gut voran, finde ich, ne? Also... Baumwolle haben wir genug jetzt erstmal. Das läuft schon. Was mich tatsächlich noch interessieren würde... Genau, wäre dieser Bandbreitenrucksack. Da brauchen wir zwei Signalchips. Und Signalchips, glaube ich, genau, das sind die Teile hier. Und die gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, vom ersten Boss. Das heißt, wir müssten den Diabolus nochmal rufen. Aber das können wir ja machen. Also, eher nicht. Una müsste das tun. Zwei kommen da. Ja, das wird spannend. Aber bestimmt auch lustig. So zwei Diabolussels. Das könnte schon Spaß werden. Da haben unsere Türmchen mal ein bisschen was zu tun. Ne? Ist ja eh langweilig. Irgendwie das hier gefällt mir noch nicht so. Dann würde ich eigentlich gerne hier am 1 noch nach oben. Hier in die Mitte kommt dann ein Uran-Geschossturm oder so rein. Der wird richtig reinfetzen.
So, auf wieder tschüssen, macht's gut. Adios. Ach, guck mal. Ein Hühnchen. Ein schwebendes Hühnchen. Wunderbar. Es wird toll, der Eingang wird mega aussehen am Ende. Ich freue mich schon drauf, wenn das Teil hier mal fertig ist. So, jetzt aber erstmal. Kapau. Was ist das denn? Ein Centurio. Oh. Mit einem Schildgenerator. Eieiei. Der ist spannend. Mal gucken, ob wir da überhaupt was reißen können mit unserer Artillerie. Wahrscheinlich nicht. Ah, so oder so. Alle Mann und Frau in Sicherheit. Standard. Ja, einfach mal gucken, ob wir irgendwas treffen. Die sind halt alle geschildet, ne? Das ist das Blöde. Herzlichen Glückwunsch, Standard. Du hast einen Hasen getötet. Schön. Gut gemacht. Gut gemacht. Du hast einen unschuldigen Hasen getötet. Wirklich, Standard. Respekt. So wollte ich das von dir sehen. So, gut, wir gehen alle hier hin. Oh, ich sehe gerade, die Fallen waren noch gar nicht fertig. Naja, gut. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben genug, ja. Oh, hier fehlt auch noch eine Tür, sehe ich gerade. Das ist bitter, dass uns hier die Tür noch fehlt. Aber macht immer noch nichts, ja. Ist immer noch kein Thema. Die Schildleute sollten nicht durchkommen. Die sind ätzend. Aber müsste passen. Einer ist schon tot. Wunderbar. Jawohl, der zweite ist auch tot. Funktioniert hervorragend, ne? Klar, es sind ein paar Türmchen draufgegangen jetzt, aber... Aber das ist okay. Würde ich jetzt sagen. Oh, ernsthaft? Judinada getroffen, ne? Der Sack. Wunderbar. Erledigt. Alles tot, glaube ich. Ja, passt wunderbar. Alles andere, das kann man ersetzen, ne? Das ist nicht so schlimm. Ist außerdem nicht viel draufgegangen, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Also es war schon... Das haben wir schon phänomenal verteidigt, würde ich sagen. Klar, Judinada hat es erwischt, aber das ist jetzt... Das ist nicht so schlimm. So, Savage muss schlafen gehen. Okay. Na, startet Todesschlaf. Kleines Trefferchen eingesteckt, ne? Ja. An der Hand. Ja, ist nicht so wild. Und das, obwohl die Verteidigung noch gar nicht perfekt war. Also, man stelle sich jetzt vor, die wären komplett durchgekommen. Ne? Man stelle sich das mal vor. Dann wäre das kein Thema gewesen. Geil. Und jetzt haben wir zwei Signalchips bekommen. Das heißt, wir müssten jetzt diesen Bandbreitenrucksack herstellen können. Müssten. Sollte jetzt klappen. Haben wir keine Bauteile mehr? Kann das sein? Haben wir? Nix Bauteile? Ja, offensichtlich. Offensichtlich haben wir keine. Obwohl, hier ist noch... Stahl, Stahl, Stahl. Also Stahl haben wir auf jeden Fall einen Haufen. Aber ich glaube... Doch, Bauteile haben wir auch, ne? Nicht mehr so super viele, aber genügend. Oh, Muki pennt auf dem Schlachtfeld. Wunderbar. Hey, jetzt haben wir alle Bisons. Wunderbar, Bisonzucht läuft auch jetzt. Sehr gut.
Ja, das war gut. Diabolus mal 2. Da waren wir dabei. Holz haben wir noch für die Reparatur, das ist gut. Aber wir müssten jetzt eigentlich... Ja, ich will den eigentlich nicht wiederbeleben. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen... Ich glaube, wir müssen die zuteilen. Wir müssen Muki... Müssen Muki mal ein bisschen zuteilen hier, damit da was weitergeht. Weil die Fallen, wenn die nicht rechtzeitig wieder da sind bis zum nächsten Raid, dann sind wir im Eimer, ne? Das wollen wir ja nicht. Aber wird schon. Sehr geil auf jeden Fall, dass das jetzt echt gut funktioniert hat alles, ne? Also wir sind echt locker flockig mit dem Viech fertig geworden. Das war gar nicht schlimm. Oh, Muki. Muki ist ein bisschen K.O. Muki geht jetzt auch essen. Genau, das ist eine gute Idee. Gönn dir, Muki. Oh, Standard. Highspeed, oder? Alter Schwede. Oh. Ja gut, ich dachte jetzt auch nicht, dass du da ein halbes Jahr mit Fallen beschäftigt bist. Ich dachte, du gehst deinen Bedürfnissen schon nach, Muki. Beruhige dich, es wird alles gut. Sag ich doch. Wunderbar. Perfekt. Moment mal. Psywirker oder Prestige-Rüstung? Hätte der gerne. Oh. Die müssen wir kaufen wahrscheinlich. Ah, schauen wir mal. Ja, lass mal einen imperialen Händler einfach rufen. Ich verkaufe jetzt auch diese Megacox. Die sind uncool. Ich dachte, die wären cooler. Ich dachte, wir könnten die züchten oder so, aber nö. Die sind voll... Die sind voll langweilig, ehrlich gesagt. Deswegen verkaufe ich die wieder zurück. Könnt ihr wieder haben. Da. Die sind langweilig. Die sind so langweilig, die Viecher. Ganz ehrlich. Könnt ihr euch behalten, den Schmarrn. So, jetzt schauen wir mal. Lernassistent. Ja, weiß ich nicht. Eltex-Stab. Ja, Prestige-Kataphrakt-Rüstung. Gucke mal, da ist doch das gute Zeug. Aber er braucht Prestige-Rüstung, hätte er gerne, ne? Oder Psywirker. Also eine Eltex-Kappe müsste ihm reichen, oder? Ist ja für Psywirker. Alternativ geben wir ihm einfach eine Krone. Ja, komm, lass ihn doch eine verdammte Krone aufsetzen. Aus Uran. Mensch, was wird der strahlen? Wenn der hier eine Krone aus Uran aufhat. Der Lappen. Oh, der wird sich freuen. Bin ich mir sicher. Das passt doch, komm. Gönnt er sich. Können wir was verkaufen? Ah, oh, Glitzerweltmedizin nehmen wir auch mit. Wir könnten das Eltex verkaufen, ne? Was? Das ist doch... Das ist doch ein... Naja, gut, egal, komm. Dann machen wir das halt nicht bei denen jetzt. Machen wir das ein andermal. Gut, sonst können wir nichts verkaufen, glaube ich. Holz kaufen die, das ist interessant. Aber gut, brauchen wir jetzt nicht. Okay. So. Herr von uns zu Lappen. Setzen Sie sich diese Krone auf. So. Ist er jetzt glücklich? Immer noch nicht. Er hätte gerne ein Diadem. Er hat eine verdammte Krone auf. Das muss ihm reichen.
Kapiere ich jetzt nicht. Ist es die Hose? Ich habe echt keine Ahnung. Scheinbar ist es die Krone, die ihm nicht passt. Immer noch nicht. Auf der anderen Seite kam dieser Höfling damals. Der kam doch auch mit einer Krone. Naja, gut. Jetzt hat er auf jeden Fall eine Krone auf. Sieht hervorragend aus. Und ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um diese Folge zu beenden. Ich meine, ich schaue jetzt nochmal schnell wegen Diadem. Warte. Gibt da halt ein Diadem? Wenn es ein Diadem gibt. Diadem aus Stahl, siehst du? Wumm. So. Da. Nimm das Diadem. Und werde glücklich, du Stinkebär. Ja gut, sieht besser aus als die Krone, ne? Das muss man jetzt auch sagen. Und jetzt passt's auch. Okay, es war die Krone. Wunderbar. Wunderbar. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an, wie glücklich er ist. Also wenn das kein Like und kein Kommentar wert ist, dann weiß ich es auch nicht, ne? Macht's gut. Ciao.